Artyom, wir wussten bereits durch Khan von der Oktyabrskaya und wir haben Moskwin damit konfrontiert. Er hat nicht einmal versucht, das Gegenteil zu beweisen. Er sagte, dass es pures Glück war, dass ihr Trupp für chemische Verteidigung in der Nähe eine Übung machte und sie daher trotz einiger Opfer in der Lage waren, die Epidemie im Keim zu ersticken. Ansonsten hätte sie die gesamte Metro ergriffen. Was kannst du dazu sagen? Selbst ich hätte das so gemacht. Aber Oberst, es war Lesnitsky, deren Agent, der kurz vor dem Ausbruch in D6 einen Virusbehälter gestohlen hat. Ja und? Außer Radjom gibt es keinen lebenden Zeugen. Wer würde dem Orden glauben? Wir haben jetzt D6. Was, wenn wir diejenigen waren, die das Virus freigesetzt haben? Aber die Roten haben versucht, ins Territorium der Hanse einzubrechen. Wir könnten Moskwin... Was können wir tun? Wir sind keine Armee. Wir haben weniger als 100 Kämpfer. Ja, Moskwin hat zum Krieg gerüstet. Aber nachdem die Polis vorgeschlagen hat, dass wir die Reichtümer aus D6 teilen, stimmt er vielleicht sogar einem Frieden zu. Und wir müssen alles tun, damit dieses Abkommen unterzeichnet wird. Moskwin, was macht er denn für einen Unterschied? Er ist nur eine Marionette in Korbuts Händen. Und während er redet, kreisen Korbuts Streitkräfte sie ein. Sie unterzeichnen dieses Friedensabkommen mit ihrem Blut. Ja, haben Sie denn eine bessere Idee? Sie haben diesen Affen hierher gebracht. Was jetzt? Wir sind damit durch. Gehen wir zum Ratssaal. Mir nach. Aber ganz ehrlich, wie gut sieht dieses Spiel aus? Das lief auch auf meinem alten Gammel-PC mit irgendwie. Bitte um Erlaubnis, Meldung machen zu dürfen, Herr Oberst. Abgelehnt. Dringende Meldung an den Kommandanten der Sicherheitskräfte bei D6. Höchste Alarmstufe. Weisen Sie Korneev an, bitte. Ach, er weiß, was zu tun ist. Trotzdem habe ich ein mieses Gefühl bei der Sache. Gott, hoffentlich klappt das. Der gerechte Verteilung der Reichtümer in der Kammer hat unsere Differenzen beigelegt. Daher habe ich befohlen, dass Operation Eldorado abgebrochen wird. Lang lebe das Reich! Euch auch. Und um das offizielle Protokoll zusammenzufassen, erteile ich dem Anführer der Roten Linie, dem Genossen Moskwin, das Wort. Und ich werde nicht zögern, dieses Wort zu benutzen, liebe Freunde. Mach dich bereit, Artyom. Bleib nah bei dem Kleinen. Hurra, Genossen! Es soll Frieden herrschen! Im Namen unserer Kinder! Sie sind ein Lügner! Khan, haben Sie den Verstand verloren? Ich weiß, was ich mache, glauben Sie mir. Nur dieses eine Mal. Wer sind Sie? Wohin? Schaffen Sie diesen Mann weg! Ranger, wegtreten! Artyom, Kleiner, ihr seid dran! Das wird witzig. Ja, okay. Das ist ein bisschen sehr kommunistisch hier. Leicht kommunistisch. Genosse Moskwin, Sie müssen mich dabei unterstützen. Ansonsten könnten ein paar unbequeme Details auftauchen, die den Tod ihres Bruders betreffen. Ja, die finde ich sicher auch noch. Ich hatte ein Gespräch mit angehört zwischen ihrem Bruder und seinem Berater über die Bedrohung, die sie darstellen, und über Wege, sie zu eliminieren. Was soll das? Bedrohung? Wir sind Brüder! Er glaubt, dass sie sich übergangen und betrogen fühlen. Er fürchtet, dass sie ihn stürzen werden. Er ist total verrückt. Total. Dem werde ich was erzählen.
Worte allein werden seine Pläne für ein Attentat nicht abwenden. Nein, Sie müssen zuerst zuschlagen. Warum können die sich nicht einfach mal beruhigen und gegen die Mutanten kämpfen wie alle anderen? Warum muss es immer einen Bürgerkrieg geben? Ich verstehe es nicht. Maxim, Bruder, ich bin ja so erfreut, dass wir uns endlich vertragen. Es war ein Streit um gar nichts. Lass uns einen trinken. Klar, Bruder. Was? Einstein, Maxim Leonidovich Moskau wird hiermit zum neuen Generalsekretär der Partei gewählt. Glückwunsch, Genosse Moskau. Du strafst mich mit Schweigen. Was guckst du mich aus diesen ehrlichen Augen so an? Es war deine Schuld. Wer wollte mich denn tot sehen? Korbut hat dich verraten. Und jetzt hat er mich an den Eiern. Alles nur wegen dir. Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Bruder. Für mich gibt es keine Vergebung. Aber dennoch... Entschuldige. Ja, schön. Ich würde sagen, das reicht. Was? Was war ich vor laut? Ich verstehe. Sie haben mir also etwas gegeben. Genau wie ich meinem Bruder etwas gegeben habe. Ja, ich habe es getan. Ich habe ihn vergiftet. Ich, nicht Korbut. Ich bin ein Narr. Ich dachte, er wollte mich retten. Und er nahm einfach die Macht an sich, packte mich an der Kehle. Und er stürmt gerade D6. Und da ist dieses Virus. Und wenn es in Korbuts Hände fällt, das Ende. Aber Sie sind der Anführer! Befehlen Sie es ihm! Seid verdammt! Rufen Sie die Truppen zurück! Halten Sie sie wenig! Hier können wir nichts mehr machen! Etwas Zeit, Beeilung! Zu schließen. Schneller! Was für ein... Zum Bahnsteig! Sind Sie! Verdammt, ich werde D6 nicht aufgeben! Mir nach! War der Typ ganz links der Führer? Das war der Führer, oder? Es wird schlecht für alle, wenn ihr verliert. Dann muss ich sie retten. Meine Familie. Alles gut, Artyom. Das wird schon wieder. Er ist weg. Er hat getan, was er konnte. Und jetzt geht er, um sein Fort zu treffen. Ich kann ihn dafür nicht verurteilen. Die Überreste der Menschheit machen sich in ihrer letzten Schlacht gegenseitig kalt. Es ist nicht sein Krieg. Ich hoffe, er konnte uns vergeben. Mir vergeben. Für das, was wir seinen Brüdern und Schwestern angetan haben. Seiner Mutter und seinem Vater.
Ich denke, es wird Zeit für die letzte Schlacht. Wir sehen uns dann auf der anderen Seite.